Die leichten fünf. Die leichten fünf. Das einzige Quiz, glaube ich, am heutigen Abend, wo die Regeln so leicht sind wie der Name. Es sind leichte Fragen, fünf an der Zahl. Ihr schreibt die Antworten bitte jeweils auf euer Tablet vor euch. Ich gehe fest davon aus, wie jede Woche, dass jeder mit fünf Punkten nach Hause geht in dieser Rubrik, weil es wirklich, also für Sie müssten wir das nicht machen. Ich weiß, dass Sie da wirklich alle denken, so bei den Fragen, ernsthaft. Aber für die ist das was anderes, die haben alle nichts gelernt. Ja, doch, Nico, du hast was gelernt, Entschuldigung. Nico hat was gelernt. Du hast was gelernt. Wann immer ich gehässig bin, gilt das nur für die drei, nicht für dich. Super. Und wir fangen ganz leicht an mit einer Frage, wie in welchem Land liegt die Millionenstadt Mekka? Oh Gott. Boah, ist das peinlich. Ja. Und dabei habe ich nicht mal deine Antwort abgefragt. Das ist wirklich total peinlich. Die leichten fünf. Also wir gucken dann immer so in den erste, zweite Klasse Heften von GrundschülerInnen und sagen, ach guck mal, das haben sie da in Erdkunde gehabt. Oder in Religion manchmal auch. Ich dachte gerade, du spielst, ihr seid Bayern, asoziale Bayern, ihr schlaft unter Brücken oder in der Bahn. Nein. Bitte. Hazel. Ja, also, es ist wirklich extrem peinlich, dass ich das nicht weiß. Ja. Weil es so auch so eine geladene Stadt ist natürlich. Also es ist ja jetzt nicht einfach so wie Duisburg. Nee. Selten betet ja jemand in Richtung Duisburg. Ja, in Duisburg wird's und vielleicht. Wenn dann nur aus Versehen. Ja. Wenn man so betet und dann ist halt Duisburg im Weg. Ich habe einfach Arabische Emirate aufgeschrieben und ich weiß, dass das falsch ist. Ich habe es einfach aufgeschrieben, weil ich nicht gar nichts schreiben wollte. Die Arabischen Emirate umfassen ja ganz viele. Würdest du eins auswählen wollen? Nee, ich will eh, dass es falsch ist. Dann sage ich, es ist falsch. Ja, das dachte ich mir. Matthias, also. Also, deine Antwort. Ich hoffe, dass es richtig ist. Ja. Ich weiß es aber nicht. Ja, das hast du gut formuliert. Jetzt müssen wir noch wissen, was hast du aufgeschrieben? Ich habe aufgeschrieben, es sieht ein bisschen aus wie Saudi-Arabien, aber es ist Saudi-Arabien. Es ist Saudi-Arabien, ja. Und du hast noch eine Sonne dazu gemalt und noch... Und noch ein paar Hügel. Bei was... Also, weil du die Berge liebst, oder? Einfach so, zur Unterstützung von der Sonne. Ist ein klasse Bild. Ich würde es kaufen. Ne? Also, ja, absolut. Ja. Machen wir eine Ausstellung mit. Ist es aber richtig oder ist es falsch? Ja, es ist richtig. Ach so, na, das ist richtig, ja, klar. Ich bin einfach ein Punkt für Matthias. Das tat weh. Ja. Nico. Ja. Ich habe mit mir selbst gepokert, aber ich habe richtig gepokert. Du hast Saud-Arabien. Lassen wir gelten. Saud-Arabien. Sehr gut. Was hast du geschrieben? Saudi-Arabien. Saudi-Arabien. Ein Punkt für Florian David Fitz. Und wir gehen direkt rüber zur nächsten. Die nächste Frage. Den holen wir uns heute. Wahnsinnig unangenehm, wenn man das nicht weiß. Das allererste, mich heute. Wenn man als allererste Person das nicht weiß, das ist so unangenehm. Ich wollte jetzt nur noch einfach darauf hinweisen, dass ich es nicht wusste. Ja, das ist immer gut. Hätte ich eigentlich nicht machen sollen, ne? Nee, das ist eigentlich, aber das kenne ich auch, wenn man so nochmal absichtlich so versucht, das so sympathisch zu verpacken, dass man das nicht wusste. Wenn man nochmal selber aktiv darauf hinweist, dass ich das nicht wusste. Weiter geht's, meine ich. Weiter geht's. Ich habe etwas mitgebracht, ein Bild. Das seht ihr da oben auf dem Cube. Und meine Frage ist, was fehlt hier? Ja, ist ja klar. Nico. Nico, der hält es für eine Finte. Es ist, ist kein doppelter Boden. Also je nachdem, was man daraus machen will. Wenn man daraus die Schweizer Flagge machen will, fehlt so einiges. Ja, das stimmt allerdings. Ja, also du kannst die Antwort natürlich wählen, wie du willst. Aber ich weise darauf hin. Unclear. Ich weise nur darauf hin, wenn du das jetzt in einem größeren Essay erarbeiten möchtest, dann kann es sein, dass es dafür keinen Punkt gibt. Aber vielleicht würde ich mich für die Kreativität hinreißen lassen. Nee, das ist es mir nicht wert. Das ist dir nicht wert, gut. Ich mache die Runde zu. Nico, was hast du? Ich habe wirklich keine Ahnung.
Ich habe einfach mal so ein Plus. Das ist nicht schlimm. Ach so, ein Plus. Ein Plus für so bei so Verbandskästen oder so ist doch manchmal auch sowas drin. Was ist denn das für ein Zeichen, weißt du das? Apotheke. Apotheke. Oder? Und dann hast du gedacht, bei Verbandskästen ist ja manchmal auch ein Plus drauf. Ja. Und dann genau. Mache ich das bei dem Apothekenzeichen. Genau das war Apotheke mein Plus. Ja. So wie Apple Plus oder so. Das war exakt, wirklich, ich habe genau so gedacht. Ja. Ja. Leider falsch. Schade. Leider falsch. Matthias Schweighöfer. Tatsächlich ist das lustig. Ich habe eine Geschichte zu diesem Zeichen. Okay, Hazel. Nee, mein Sohn und ich, wir gucken auf YouTube immer so, da gibt es wirklich jemanden, der macht immer so Zeichen, zwei Zeichen nebeneinander und dann muss man erraten, welche Zeichen da falsch sind. Und tatsächlich war das auch schon dabei. Ah, und das ist der Grund, warum du es weißt? Tatsächlich. Wirklich? Die Apotheke hat ja sonst eigentlich, also sozusagen, es ist die Schlange. Es müsste eine Schlange sein. Ach, ja, das ist richtig. Es ist die Schlange, die fehlt. Ich dachte nur, hätte auch sein können, dass du es einfach vom Apothekenzeichen kennst. Nee, vom Apothekenzeichen kenne ich es nicht. Ich kenne es von YouTube. Matthias Schweighöfer informiert sich wie die Jugend. Wie informierst du dich bei Apothekenzeichen? Habt ihr in der Schweiz das gleiche Apothekenzeichen? Weil im Süden gibt es ja teilweise auch diese grünen Kreuze, die dann so blinken. Nee, wir haben keine Apotheken. Wir arbeiten noch mit Druiden, die uns Kräuter in Alphörnern servieren. Ja. Es ist quasi ein Anti-Dickpick, weil da fehlt die Schlange. Wow! Unglaublich! Hast du das gerade wirklich gesagt? Ja, ich glaube, ich bin die einzige Person, die danach gar keine Karriere hat. Nein. Es ist ein Anti-Dickpick, jetzt will die Schlange, lass ich gelten! Das ist richtig? Was hast du gesagt? Ja, ich bin ja Abonnent der Apothekerzeitung. Ich nehme die immer mit. Hat die höchste Auflage in Deutschland, glaube ich, von allen Sachen. Ja. Wirklich? Ja, neben ADAC-Magazin. Können wir da alle mal aufs Cover? Das fände ich mega geil. Ich weiß nicht, ob du aufs Cover möchtest. Liebe Apothekenrundschau. Mit so Blasenpillen und so. Kommt bitte alle mal schnell zusammen. Alle mal, komm, Nico, komm bitte mit, alle wir schnell zusammen. Wir gucken in diese Kamera und dann können Sie jetzt von der Apothekenrundschau, Sie können dieses Bild hier, können Sie rechtefrei verwenden. Okay, dann sind wir alle auf Apothekenrundschau. Ja, ja, gut. Super, sehr haben wir geklärt. Das, wenn das funktioniert, wäre sehr witzig. Das wäre sehr lustig. Das wäre sehr gut. Habe ich deine Antwort schon abgefragt? Nee, deine Antwort habe ich noch nicht abgefragt. Was hast du geschrieben? Ich habe Schlange und dieser Escolab-Stab. Ja! Ein Punkt für Florian Neufitz. Also, darf ich mal ganz kurz was sagen? Hast du jetzt gerade noch mal gesagt, was für ein Stab? Escolab-Stab. Ja. Der heißt Escolab-Stab? Ja. Aber ich weiß nicht, wie man es schreibt. Und doch, du weißt das einfach mal, dass der so Escolab stark heißt. Sag mal, ich hasse dich einfach. Das hat er gehört. Oh, stimmt, mein Mikro war an, oder? Wir können noch mal drauf gucken, so sieht's aus. Also das ist das Apothekenzeichen mit Schlange. Und das ist das Foto, was wir gerade gemacht haben. Wir zeigen es noch mal kurz. Da. Matthias sieht so aus, als hätte er keine Zähne. Oh Gott. Neue Zähne. Ja, das ist hart. Das ist auf jeden Fall auch. Ich sehe auch. Mein Gesicht hat original die Farbe von einem Apothekenzeichen. Ja. Und ich sehe aus, als hätte ich euch gerade eine Versicherung verkauft. Uiuiuiui. Also, Sie können das Foto gerne verwenden, aber vielleicht melden Sie sich nochmal bei uns. In welcher, nächste Frage, physikalischen Einheit wird für gewöhnlich die Leistung angegeben? Physikalische Einheit für Leistung. Ich versuche einfach, dich abzufacken. Ja, das schaffst du nicht. Ich arbeite seit 15 Jahren mit Klaas. Ja, das stimmt. Klaas, der Joko des kleinen Mannes. Wow, was ist denn heute los, ey? Unglaublich. Oh, wow. Ach Gott. Diese Stimmung hier, ich weiß nicht, ob ich das noch 4 Wochen aushalte. Sehr, sehr gut. Nico, du weißt, Nico finde ich auch sehr gut. Nico sagt, ich weiß es auch nicht. Was ist deine Antwort? Ich habe mal wild geguessed, Newton N. Newton N. Wie oft hörst du das Wort, wenn man das so im Alltag benutzt? Nie tatsächlich. Nie. Und dann glaubst du aber, dass das... Ich habe ganz wild in der Physik gekramt in der 11. Klasse. Hab's aber mit einer 4 abgewählt. Also, wird nicht richtig sein, ne? Gewichtskraft eines Körpers. Das sind Newton. Wurde das jetzt eingesagt oder wusstest du das? Wollte ich auch fragen, aber habe ich nicht getraut. Ja, aber das weiß man doch. Bitte! Das weiß man. Oh, danke! Hey, danke! Danke! Was? Das stimmt gar nicht! Du!
Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Nur weil er jetzt schneller gar nicht falsch übrigens. Schmidti, bitte halt die Schnauze. Ich habe überlegt, wenn ich vielleicht noch mal ein Kind kriege, ist Newton eigentlich ein geiler Vorname auch, ne? Absolut, Newton Schweighöfer. Newton Maria Schweighöfer oder so. Ist doch. Ja, du, wenn Newton du dann. Newton Peggy Schweighöfer. Newton Peggy? Fände ich lustig. Newton Peggy. Ja. Gut. Was hast du geschrieben? Also, ich habe Watt geschrieben. Watt. 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 Watt hast du geschrieben? Watt. Watt. Wird Watt so geschrieben? Watt wird ja, so geschrieben, Watt, ja. Watt. Watt. Von Wattenmeer. Oder, was willst du denn? Da. Was ist los mit dir? Ich sag mal, das ist richtig. Oh, nee. Was? Ja. Das gibt's doch gar nicht. Doch. Was, wirklich? Hazel, ich komm gleich zu dir. Ich geh zuerst zu Florian Neufitz. Aber natürlich hast du das. Ja, aber weißt du, wir hatten gerade tatsächlich genau dieses Thema. Wo hatten wir das? Das wurde, wie es berechnet wird. Und ich habe schon wieder vergessen, wie es berechnet wird. Was? Ja. Das ist irgendwie Spannung mal. Boah, ey, Florian David Fitz. Hat dir das jemand vorgesagt gerade? Nee, du weißt es halt wirklich. Nein, ich weiß es du nicht. Du weißt es wirklich. Ich weiß es. Schau mal, wie er bescheiden auf seine Finger legt. Nein, nein, wirklich, das weiß ich nicht. Ein Punkt für dich. Was hast denn du geschrieben? Ich habe auch Watt. Du hast auch Watt. Dann bekommst du ebenfalls einen Haken heute und einen Punkt. Wir holen ihn. Was? Wir holen ihn heute. Heute machen wir ihn fertig. Heute holen wir ihn. Ja. Ah, ja. Kaum ein Bundesligaspiel vergeht ohne eine Diskussion darüber. Und ich frage euch, wer oder was ist ein VAR? Matthias, lebst du noch? Ich denke. Ah, sah kurz aus, als hättest du eine Schockstarre. Was ist ein VAR? Also es ist wirklich Bundesliga-Weltmeisterschaften. Da gibt es immer den VAR. Wer wüsste, was die Antwort wäre? Ja, guck mal. Ja, boah. Viele. Ja, bestimmt 20 waren das. Oh Gott, Flo. Was hast du aufgeschrieben? Wir können mal so zusammenzustöpseln, was es dann heißen würde in ausgesprochen. Eine Varieté-Show. Eine, ja. Ich lege mich gleich noch ein großes Champagnerglas und dann können Sie alle schlürfen. Was ist deine Antwort? Ich bin ein großer Bundesliga-Fan, ne? Das nicht. Weiß ich. Ja. Und deswegen ein VAR, ne, ist ein vertrauter Arbeitsfreund. und was macht der? Also, der arbeitet bei der Bundesliga. Ja. Und der räumt ab und zu auch mal auf, wenn die Spieler nach Hause gehen. Wenn die Spieler nach Hause gehen, räumt er auf. Kommt der und räumt auf. Ja. Was glaubst du? Ist das richtig? Ich denke, vielleicht. Ja. Ich weiß es und es ist leider nicht richtig. Hab ich mir fast gedacht. Ja, schade. Aber ich hab die Aber guter Versuch. Ja, ist okay. Flo liebt Fußball? Ja. Ja. Ich sehe dich häufig immer mit Kutte Südkurve durch München ziehen, Hund unterm Arm und dann auf ins Stadion. Wirklich, ich bin wirklich der Typ, der die Pause da in der Mitte, der immer nicht checkt, dass sie in die andere Richtung ins Spiel. Ich finde es aber auch gut. Kein Witz. Wie heißt das? Sie müssen doch. Ah, sie sind jetzt da drin. Ja, dann nach 45 Minuten wechseln die Seiten und dazwischen sind 15 Minuten Pause, dass sie sich kurz erholen können. Ja. Dann gehen sie mal in die Kabine und zählen ihr Geld. Das schaffen sie nicht in 15 Minuten. Nee, das stimmt. Was hast du als Antwort? Ich habe geschrieben Videobeweis und ich habe es mir zusammengestopft mit Video Action Repeat. Aber es ist, also der VAR ist eine Form von Videobeweis. Es obliegt mir das jetzt als richtig? Ach, oder? Shit, what? Ist es? Ja. Ja. Video Assistant. Willst du mich verarschen? Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch, das ist ein Punkt. Are you shitting me? Aber was heißt das? Das ist, wir lösen dann auf. Guck mal, so sieht das aus. So sieht das aus. Da guckt er dann rein und kann sich die Szene nochmal anschauen, die gerade, sag ich mal, vielleicht kritisch gepfiffen wurde, wo er sich nicht ganz sicher ist. Und dann kommt aus Köln eine Nachricht, wir könnten da reinlauern. Dann sagt er, dann entscheidet er und dann macht er so. What? Und dann gibt es Elfmeter oder rote Karte oder so, weil es meistens dann immer so Momente sind. Hazel. Es ist so wie bei LOL, wenn Bully so reinkommt. Ja, ja, genau. Es ist wie bei LOL, wenn Bully reinkommt und so macht, da weiß man, ich bin raus. Ja, Videobeweis habe ich auch. Videobeweis hast du geschrieben. Das ist richtig.
Nico. Video Assistant Referee. Moment. Du hast es sogar perfekt übersetzt. Nicht übersetzt, sondern jeden Buchstaben einzeln. Das ist der Video Assistant Referee. Ich hab's dann auch gewusst. Hab's gehört. Und sogar richtig. Nächste Frage. Wie nennt man den meist U-förmigen Geruchsverschluss unter einem Waschbecken? Waschbecken, Rohr, U-förmig. Geil, keiner guckt. Ich erkläre es Ihnen zu Hause. Geht runter, so. Den hier, den suchen wir. Wie viele Sachen hast du eigentlich noch immer dabei? Dass du so eine richtige. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja wie ein Kinderzimmer. Miko, was ist dein Lieblingsteil von all denen da? Alle. Nico! What's your answer? Ich bin gerade erst umgezogen, also eigentlich müsste ich mich da ein bisschen mit auskennen. Ich habe aber keinen Plan. Ja. Hab aber versucht, was Lustiges zu schreiben. Okay. Stinker. Stinker. Ich guck mal zur Sicherheit nach. Danke, warte. Danke. Der erste Buchstabe stimmt, aber. Nee, kein Punkt, leider. Ja, schade. Matthias. Das ist einfach ein sehr lustiges Wort auch. Weil, ja. Also man könnte es auch mit Ü schreiben. Mhm, ja. Dann sieht es sehr, sehr lustig aus. Ja. Aber so wird es nicht geschrieben. Und ich würde sagen, Siphon. Siphon? Ja. Siphon. Siphon. Siphon? Siphon? Siphon, ja. Ist das so richtig geschrieben? DPH. Aber ist egal, es heißt Siphon. Siphon ist der Name. Darum ging es. Es ging um die richtige Schreibweise. Okay. Ein Punkt für Matthias. Ich habe es auch falsch geschrieben, aber es klingt gleich. Siphon. Siphon. Ja. Siphon. 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 Ein Punkt. Siphon. Siphon. Ebenfalls eine genau der. Bäh. Ja. Du weißt einfach alles. Ein Punkt für Flo. Das ist ja krass. Nee, weißt du was? Bei mir ist der mal ausgetrocknet. Wenn das Wasser da drinnen austrocknet, oh ja, dann stinkt das ja Rohr so krass, aus dem Hals. Das hältst du nicht aus. So richtig ein Ei. Jetzt fragst du dich, warum ist es ausgetrocknet? Habe ich so lange nicht geduscht. Vor allem geduscht im Waschbecken. Ich habe ein sehr kleines Haus. Ich kann euch auch noch mal. Wir haben aber ein Foto, um es noch mal allen zu zeigen. Das ist das U, von dem wir reden. Und dadurch, dass das Wasser auf gleicher Höhe steht, aufgrund von physikalischen Kräften, ist es so, dass dann der Gestank nicht da durchkommen kann, weil das Wasser den Gestank nicht durchlässt. Deswegen duscht man auch, weil dann bleibt der Gestank im Körper. Leute, das habt ihr ganz toll gemacht. Und ich würde euch gerne allen gratulieren, dass ihr alle richtig geantwortet habt. Aber das habt ihr leider nicht. Nichtsdestotrotz waren es schon die leichten 5.